Oliver, die jüngste Seitwärtspartie, die wir beim Bitcoin erleben, ist gekennzeichnet durch Lower Lows und Lower Highs. Ist das nicht ein Grund zur Besorgnis? Wenn man auf die Tagesdarstellung achtet und die für einen relevant ist, dann ja. Aber wir betrachten in unserer Investitionsstrategie Timeframe Wochendarstellung. Und in der Wochendarstellung sieht man, dass das, was du hier angesprochen hast, diese Seitwärtsbewegung mit den Lower Highs und den Lower Lows, die jetzt natürlich auch, wie wir wissen, eine Gegenbewegung bringen, zunächst mal keinen Einfluss hast auf die große Bewegung in der Wochendarstellung. Hier sieht man die Lower Highs, die geschrieben werden in Verbindung mit den Higher Highs. Und in diesem Sinne sind wir nach wie vor in der Aufwärtsbewegung und dieser Bereich ist doch kein Grund zur Besorgnis, wenn wir davon ausgehen, dass weiter diese Lower Lows und Higher Highs geschrieben werden hin zu 100.000 als unser Ziel. Liebe Zuschauer, es ist Dienstag und damit auch wieder der richtige Zeitpunkt, um auf die Märkte, im Speziellen natürlich auch auf die Kryptomärkte zu schauen. 6% konnte der Bitcoin in der vergangenen Woche gut machen. Ob das jetzt der Auftakt zum viel besprochenen Bullrun Richtung 100.000 US-Dollar ist, warum man gehen sollte, wenn es am schönsten ist und welche Rolle momentan die Politik bei der ganzen Situation spielt, darüber spreche ich jetzt mit Oliver Michel von Tokentus. Schön, dass du da bist, Oliver. Hallo. Das Event schlechthin war in der vergangenen Woche, wir hatten im Vorfeld häufig darüber gesprochen, war die Zinssitzung der Federal Reserve. 50 Basispunkte, hat Powell gesagt, gehen wir nach unten. Kann man so oder so interpretieren. Die einen sagen, naja, 50 Basispunkte zeigt auch, dass die Wirtschaft ordentlich am Straucheln ist. 25 wäre vielleicht ein bisschen zu wenig, nachdem man im Vorfeld kaum die Kurve gekriegt hat. Wie hast du denn das Event empfunden? Monatelang fiebert man drauf hin und dann kommt's und jetzt ist knapp eine Woche rum und man hat es eigentlich schon wieder vergessen. Wenn nicht mit dieser ersten Zinssenkung man jetzt in dieser Zinssenkungsphase wäre, in die man eingetreten ist. Und die Zinssenkungsphase, die haben wir ja wirklich ausführlichst besprochen. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, auf den Knowledge Block 127 im YouTube-Kanal der Tokentus, da haben wir genau aufgezeigt, was es bedeutet, wenn die Zinsen gesenkt werden, nach wie vielen Tagen wird welcher Index welchen Tiefstand erreichen, mit wie viel Prozent. Also das ist alles vorbereitet und wir können jetzt gucken, was passiert. Wir können gucken, was passiert, denn im Detail ist ja noch nicht alles eingetreten. Die Folgen sind noch nicht komplett ersichtlich. Ich hatte gerade schon gesagt, 50 Basispunkte deutet eigentlich darauf hin, dass die Wirtschaft etwas mehr strauchelt, als man das zunächst zugeben möchte. Was bedeutet das jetzt? Wie kann man das Ganze interpretieren? Ja, wir haben die wesentlichen Aspekte der Sitzung vom letzten Mittwoch mal rausgearbeitet. Hier unser Jerome Powell während der Sitzung. Letzte Woche Dienstag, als wir zusammen waren, da war eigentlich allen noch klar, 50 Basispunkte, 67% waren dafür. Das hat sich dann bis zum Mittwoch quasi über Nacht nochmal auf 50-50 verändert. Also man war sich überhaupt nicht sicher, was passiert denn jetzt. Und letztlich sind die 50 Basispunkte rausgesprungen. Und du hast es ja schon anmoderiert, es war eine klassisch tragische Entscheidung. Also so, er konnte es eigentlich nur verkehrt machen. Ja, macht er 25 Basispunkte, dann hat er zwar den Schein gewahrt und das ist, was er hier eigentlich ganz gerne tut, hat aber möglicherweise für die Wirtschaft zu wenig getan. Macht er 50 Basispunkte, dann schreien alle auf und sagen, um Gottes Willen, hier muss irgendwas nicht stimmen. Hat aber möglicherweise für die Wirtschaft alles richtig gemacht. Also genau in diesem Dilemma befand er sich und er hat sich dann letztlich für die 50 Basispunkte entschieden. Aber trotzdem, Johanna, er hat gesagt, die Ökonomie ist in einem good shape und aber dann stellte sich natürlich trotzdem wieder die Frage, warum 50 Basispunkte? Auf der anderen Seite war man beruhigt, dass das gemacht hat, weil damit ja schon klar ist, was allen klar war, was wir ja auch rausgearbeitet haben über all die Wochen und Monate, speziell die Wirtschaft in Verbindung mit dem Arbeitsmarkt, das war alles andere als Bombe. Rosa. Die Frage ist natürlich, es gibt ja zwei unterschiedliche Ansichten. Einmal, was die Fed von sich gibt und natürlich auch, was der Markt oder die Marktteilnehmer erwartet. Wie könnte es denn jetzt hier weitergehen am Markt? Ja, zunächst mal der Blick auf das, was
die Mitglieder des FOMC mal so denken. Wir wissen ja, FED ist die übergeordnete Einheit, FOMC ist die Einheit, die über die Zinsschritte nachdenkt. Und da sitzen 19 Personen drin, 7 Aufsichtsratsmitglieder und 12 Local Fed Chairs. Und wir hatten das ja im Knowledge Block 121 mal rausgearbeitet, wie die entscheiden über den sogenannten Dot-Plot-Chart. Jeder dieser 19 gibt eine Meinung ab und dann wird ein Mittelwert gebildet und so kamen eben die 50 Basispunkte raus. Und das, was man aus diesem Dot-Plot-Chart noch rauslesen kann, ist, dass diese 19 Personen voraussichtlich 50 weitere Basispunkte in 2024 senken werden. Ob das nun in einem 50er Schritt ist oder in zwei 25er Schritten, weil es gibt ja noch zwei FOMC-Sitzungen, also das wäre durchaus noch möglich. Das sei mal dahingestellt und was man ferner rausliest, weil der Dot-Plot-Chart geht über mehrere Jahre in die Zukunft ist, dass man davon ausgehen kann, 100 Basispunkte in 2025. So sieht der Plan der FED aus. Wenn du jetzt sagst, zum Verständnis, der Chart geht über mehrere Jahre, müssen die aber doch immer wieder anpassen, je nach der aktuellen Marktsituation. Definitiv. Also die kommen zusammen, füllen wahrscheinlich ihre Tableaus aus. Die Tableaus werden dann in den Dot-Plot-Chart übernommen und dann wird ausgerechnet. Und das wird dann natürlich fortgetragen, je nachdem, welche Daten so kommen werden. Wir schauen uns aber natürlich auch den Markt an. Wir gucken uns gleich noch das FedWatch-Tool an. Aber die große Frage ist, was am Markt dann passiert nach diesem historischen Ereignis von Jerome Powells Rede und natürlich auch der Entscheidung. Ja, das ist hier mal überschrieben mit die Big Player interpretieren. Mhm. Also in dem Moment, in dem so eine massive Entscheidung fällt, ob das nun eine Zinsanhebung ist oder eine Senkung oder irgendwas anderes Großes, gibt es erstmal einen Ruck in die eine oder andere Richtung. Dann passiert eine Zeit lang nichts, weil die großen Spieler im Markt müssen die Entscheidung jetzt erstmal aufnehmen und interpretieren. Und je nachdem, wie die großen Spieler sich dann entscheiden, geht's, wenn Sie das positiv sehen, mit dem Markt nach oben und wenn Sie die Entscheidung negativ sehen, geht es mit dem Markt nach unten. Und genau das sehen wir sowohl in den großen Indizes als auch beim Bitcoin. Wir hatten den Ruck nach oben und dann tagelang eine Seitwärtsbewegung, in der wir uns ja immer noch befinden, bis die großen Jungs sich entschieden haben, was sie denn jetzt nun machen. Und da können wir jetzt diese Woche, möglicherweise auch nächste Woche, noch gespannt darauf warten, in welche Richtung der Markt sich bewegen wird. Jetzt schauen wir uns aber noch mal an, was der Markt erwartet. Du hast gerade eben schon angesprochen, es stehen noch zwei Sitzungen von der Federal Reserve an. Wir hatten jetzt gehört, was das FOMC oder der FOMC-Ausschuss selbst erwartet. Wie sieht es denn aus bei den Marktteilnehmern? Wie geht es dieses Jahr noch weiter bei der Fed? Ja, das ist jetzt im Gegensatz zu dem Dot-Plot-Chart das Tool, mit dem die Meinung des Marktes erfasst wird. Und hier sieht man, die nächste Sitzung ist am 7.11., zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl und der Markt ist auch schon wieder unentschieden. Ja, man sieht hier 50-50, ob 25 oder 50 Basispunkte in der nächsten Sitzung gesenkt werden. Und klar ist, wenn man noch die Sitzung vom 18.12. dazu nimmt, geht der Markt im Gegensatz zu den Mitgliedern des FOMC davon aus, dass bis Jahresende nicht 50, sondern 75 Basispunkte gesenkt werden sollte, um dann beim Konjunktiv zu bleiben. Also da gehen die Meinungen schon wieder ein bisschen auseinander, spielt aber auch keine große Rolle. Du hast es schon angesprochen, bis zum 7.11. werden wir noch jede Menge Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten, Wirtschaftsdaten sehen und dann kann der eine in die eine und der andere in die andere Richtung anpassen, sodass dann wieder übereinander liegen. Um die Sache abzuschließen, wir hatten letzte Woche ja ganz kurz Bank of England und Bank of Japan angesprochen, also keine der beiden, weder die Engländer haben gesenkt, noch die Japaner haben erhöht, also keiner hat da irgendetwas gemacht, was hier irgendwie ein Störfeuer verursachen könnte. Wir schauen uns trotzdem die US-Indizes an, die großen, schneller Blick zurück auf die DAX-Tafel, da haben wir zumindest die 19.000 Punkte, das heißt Rekordniveau haben wir bei uns, hatten wir aber auch an der Wall Street gesehen. Wie haben sich hier die Großen verhalten in der vergangenen Woche? Ja, All-Time-Highs gestern Abend zum Handelsschluss, sowohl beim Dow Jones hier in der Tagesdarstellung als auch bei S&P. Alles mal in der Tagesdarstellung. Also von daher wunderbare Geschichte, aber man sieht hier bei allen drei Indizes, die gelbe Linie ist der Tag
der Zinssenkung, mhm. das gab den Sprung nach oben und dann die Seitwärtsbewegung bei allen Indizes. Also so wie eben beschrieben, der Markt ist noch, er hat im ersten Moment reagiert und ist jetzt am Schauen, in welche Richtung es gehen soll. Wir befinden uns allerdings bei allen dreien weit oben im Bereich des 1618er Extension. Also Extension heißt, hier war das All-Time-High bei 1. Das habe ich auch hier immer wieder abgetragen. Und dann gibt es die Extension auf, so wie es ein Retracement auf 618 gibt, gibt es auch eine Extension auf 1618. Und genau da befindet sich jetzt unser DAO. Da befindet sich der S&P hier. Und unsere Nasdaq ist mit dem All-Time-High, was es geschrieben hat, direkt an dieser Extension abgeprallt und zurückgegangen. Also von daher, die sind alle drei in dem Bereich. Bewegen sich, wie gesagt, seitwärts. Wir haben die Zielbereiche dieser drei ja adjustiert. Wir hatten gesagt, zwischen 40 und 42, da sind wir mittlerweile drüber mit 42.124. Hm. Hier hatten wir immer gesagt, zwischen 19 und 20, da sind wir am oberen Rand mit 19.800. Also wenn wir hier auf die 21.000 gehen, dann wäre das ein echter Erfolg. Und hier sind wir auch schon über den 5.500, die wir immer wieder im Visier hatten, drüber mit 5.700. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir noch, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, in Richtung 6.000 gehen. Aber dann, Johanna, dann ist die Luft ganz dünn. Alles Zugabe jetzt noch. Knowledge Block 127. Das ist das Eis, auf dem wir uns bewegen, ist so dünn, es knistert schon. Und die Schritte, die jetzt nach oben gemacht werden, die sind ganz, ganz klein in die Spitze. Und wie man hier auch beim DAO recht schön sieht mit den Higher Lows und den Higher Highs, wir haben jetzt ein Higher High geschrieben und es kann durchaus eine Gegenbewegung geben, die dann final in die Spitze reingeht, bevor, um in dem Bild zu bleiben, das Eis bricht. Schön, wie du das immer ausmalst. Wir hatten uns jetzt die großen US-Indizes angeschaut, haben aber den Russell 2000 noch nicht im Blick gehabt. Der hat sich ein bisschen mehr zurückgehalten als die großen. Ja, der Russell ist breit, genauso wie unsere Altcoins, klein und breit und reagiert natürlich auf Zinssenkungen etwas intensiver. Ich habe den Russell auch mal in der Tagesdarstellung gewählt. Der, den in der Wochen- und Monatsdarstellung sehen will, muss sich die letzten Videos anschauen. Hier sieht man das All-Time-High, er ist runtergegangen und ist von unten dann in Richtung Retracements reingestoßen. Und da wissen wir, er ist am 786er einmal abgeprallt, zweimal abgeprallt und letzte Woche mit der Zinssenkung ist er an den 786er rangestoßen. Ich würde mir wünschen, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann ist er jetzt runtergegangen die letzten Tage, setzt auf dem 702er, das vorher hier ein Widerstand war, jetzt als Support auf und geht dann zusammen mit unseren Coins nach oben, geht durch das 786er durch, geht aufs All-Time-High zu und bricht da durch. Und dann, wie ich schon mehrfach gesagt habe, dann haben wir im Prinzip alle beisammen, haben eine runde Sache. Der Weg ist frei für unsere Coins, vor allen Dingen, weil er hier auf dem Weg nach oben ist. Wir schauen uns den Bitcoin an. Den Bitcoin hatten wir schon in der Vergangenheit gesagt, werden wir uns auf Tag-, Woche- und Monatsbasis anschauen, weil es einfach jetzt brisant wird und die Spannung steigt sozusagen. Beim Bitcoin hatten wir gesehen, dass diese Erholung wieder da war und auch nach der FED-Sitzung hat er reagiert. Worauf ist jetzt zu achten? Ja, wie du schon gesagt hast, wir müssen auf jedes Knistern des Eises jetzt achten, was das bedeuten könnte. Und deswegen fangen wir hier in der Tagesdarstellung an beim Bitcoin. Die gelbe Linie markiert wieder den Tag der Zinssenkung. Man sieht, er ist hochgegangen und seitdem, wie besprochen, seitwärts. Guckt, was passiert. Eventuell ähnlich wie beim Russell. Wir hatten ja gesagt, dass diese lila Linie häufig ein Support war, mal ein Widerstand war, mal ein Widerstand war und eventuell testet er das nochmal als Support, um dann nach oben zu gehen. Wir sind hier bei 61.000 circa. Ja, die lila Linie ist die 61.000er. Das war unsere First Range Boundary, als wir in diese Range rein sind. Das hat sich natürlich über die Laufzeit aufgelöst. Der entscheidende Bereich ist natürlich jetzt der, in dem wir uns hier befinden. Das hatten wir letzte Woche ja erklärt. Diese Range, die jetzt schon über 6 Monate läuft, ist gekennzeichnet durch Lower Highs und natürlich Lower Lows. Und jetzt wissen wir, hier hat er
meine erste Gegenbewegung zu den Loa losgeschrieben, indem er hochgegangen ist. Und es wäre jetzt wichtig, dass er diese Bewegung fortsetzt, also jetzt in diesem Sinne ein Higher High schreibt, relativ zu dem und relativ zu dem. Und das müsste sich natürlich im Idealfall auch auf dem Weg nach oben als Gegenbewegung zu den Lower Highs fortsetzen. Und da muss der so wie hier beschrieben zunächst mal hier über das 65er drüber, dann über das 70er und dann über das 72er, bevor er quasi in Richtung Schreiben eines neuen All-Time-Highs gehen kann. Das gilt es jetzt ganz genau zu beobachten, wenn man sich in der Tagesdarstellung verlieren möchte. Das Ziel ist aber nach wie vor ganz klar, die 100.000 im November, Dezember. Wir hatten ja hergeleitet, ich meine im vorletzten Video, dass man durchaus beim Bitcoin innerhalb von 7 Wochen dieses Gap von 60% dahin schließen kann. Das ist das erklärte Ziel und wir stehen im Moment an einer interessanten Stelle. Der Bitcoin muss sich entscheiden und ich glaube schon, dass er im Sinne dieser ganzen Euphorie, die da im Moment entsteht, sich nach oben entscheidet. Aber Johanna, ich möchte nochmal das Thema Volumen kurz stressen. Man sieht hier sehr schön, ab hier ist das Volumen gleichbleibend. Also Neues, wie wir immer wieder sagen. Das heißt, das, was hier im Moment auch passiert, ist nichts anderes als das Spiel der Market Maker. Wenn wir die Echtheit einer Bewegung nach oben oder nach unten sehen wollen, dann muss die einhergehen mit Volumen. So wie der Ausbruch hier von der letzten Range in diese Range mit einem entsprechenden Volumen gekennzeichnet war. Und wenn wir das sehen in Verbindung mit einer massiven Bewegung, dann wissen wir, es ist eine echte Bewegung. Und dann können wir die entsprechend einordnen im Sinne des Abschlusses dieser Seitwärtsbewegung. Damit wäre auch ein Zuschauerkommentar bereits beantwortet. Der schrieb nämlich, dass in der rückwirkenden Jahresbetrachtung der Bitcoin kontinuierlich tiefere Tiefs und tiefere Hochs geschrieben hat und demnach müsste der Ausstieg ja jetzt schon erfolgen. Das wollen wir ja heute mal ganz kurz richtig stellen. Wir bewegen uns hier in der Tagesdarstellung und in dieser Seitwärtsbewegung, ja, haben wir niedrigere Lows geschrieben, hätten eigentlich, wenn wir Daytrader gewesen wären oder im Sinne der Woche traden, also diese Bewegung hier traden, hätten wir sicherlich das eine oder andere Mal rein oder raus gemucht. Aber das ist nicht der Timeframe, den wir betrachten, wenn es darum geht, wann steigen wir ein oder aus. Mit dieser Betrachtung haben wir nur die Range des Tages im Blick und in der Tagesdarstellung gilt diese Regel, aber bezogen auf das Big Picture ist unser zeitliches Referenzspektrum die Wochendarstellung und nicht die Tagesdarstellung. Und in der Wochendarstellung, wie wir sehen, ist unsere Regel, also unser relevanter Timeframe, die Wochendarstellung. Und wenn man hier jetzt mal Low, Higher Low, Higher Low, Higher Low nimmt, dann sieht man hier die lila Tagesdarstellung von eben. Und natürlich hat man hier die Lower Lows gehabt, aber im Sinne der Wochendarstellung haben wir nach wie vor die Bewegung nach oben und natürlich gesellen sich auch die Higher Highs dazu in der Hoffnung, dass jetzt ein weiteres Higher High in unserem Zielbereich bei 100.000 geschrieben wird. Also das hier ist für uns relevant, was den Einstieg und Ausstieg angeht. Diese Tagesdarstellung ist nur relevant, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo bewegen wir uns hin. Vor allen Dingen in Verbindung mit folgendem Aspekt. In aller Regel ist es so, dass eine Range, die sich ausbildet in ihrem Tief, das Top der vorangegangenen Range nochmal testet. Das sieht man hier recht schön. Ja, also hier haben wir einen Top gehabt, die rote Linie, es ging drüber und ging nochmal drunter, hat die getestet, bevor es nach oben ging. So, jetzt sind wir hier an dieser Stelle. Das waren hier die 48.000, 49.000 und rein theoretisch, das Top der letzten Range liegt hier auf dieser grünen Linie. Rein theoretisch könnten wir hier bis auf die 40 und wer sagt, das ist eigentlich keine richtige Range, sondern das hier ist die letzte Range, der kommt auf die 32, bevor es dann nach oben geht. Also es gibt unterschiedliche Analysten, die das unterschiedlich sehen, mit der Regel, ein Range-Top ist immer der Support für das Testen einer übergeordneten Range.
der würde sagen, okay, man kann noch auf die 32 fallen, man kann hier auch noch auf die 44 fallen. Ich gehe her und sage, also wenn wir auf die 44 und die 32 fallen, dann wird es echt eng. Vor allen Dingen zeitlich mit unserem Ziel November, Dezember, März, April. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wirklich hier das Ende der Fahnenstange erreicht haben, dass wir hier ein Higher Low ausgebildet haben und dann auch in diese Richtung gehen und in den kommenden Tagen, Wochen die Range nach oben verlassen werden. Es gab einen weiteren Zuschauerkommentar, Oliver, und der besagte, Sie haben doch die ganze Zeit gesagt, wenn die Zinssenkung kommt, dann kommt doch die Rezession und dann kommt auch der Crash. Warum jetzt der Sinneswandel? Also das habe ich nie gesagt. Was ich gesagt habe ist, auf die Zinssenkung werden wir noch mal eine Art Top, ein letztes Aufbäumen sehen. Das haben wir auch in einem entsprechenden Knowledge-Block beschrieben. Das war bisher in den letzten 2, 3 Zinssenkungseinstiegen immer so. Wir werden dieses Top sehen und dann wird sich im Prinzip die schwächelnde Wirtschaft, weswegen man die Zinsen senkt, durchsetzen und wird dafür sorgen, dass die Indizes und mit den Indizes zusammen die Coins runterfallen werden. Das heißt also, wir haben hier ein sowohl als auch, sowohl ein Anstieg nach der Zinssenkung, ich sag mal mehr emotional bedingt, und dann ein Abstieg aufgrund der schwächelnden Wirtschaft. Das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch. Eine zeitliche Abfolge. Genau, erst hoch und dann runter. Lass uns noch mal auf die Monatsdarstellung schauen. Prinzipiell gilt der September jetzt nicht als der großartigste Börsenmonat. Momentan sieht es aber zumindest beim Bitcoin gar nicht so schlecht aus, bei den anderen Indizes auch nicht. Ja, ich habe das ja auch gelesen. Ich gucke dann die Videos und dann heißt es, der September ist ein schlechter Monat. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, da haben wir auch gesagt, der September wird ein schlechter Monat, weil 6, 7 Jahre vorher war der September immer rot und letztes Jahr war er grün. Und ich will es jetzt nicht beschreien, aber hier sieht man in der Monatsdarstellung die Candle ganz rechts. Also wir sind knapp 7% im Plus, also es ist schon ein grüner Monat. Und typischerweise, und da hängen sich jetzt auch wieder sehr viele auf, typischerweise ist Q4 immer ein klasse Quartal. Mhm. Dazu muss man sagen, eine Präsidentschaftswahl, so wie sie im Moment in den USA stattfindet, ist immer verbunden mit einer gewissen Unsicherheit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade was die großen Indizes angeht, Investoren sagen, da halten wir die Füße nochmal still und investieren genau dann, wenn klar ist, wer gewonnen hat. Mhm. Was natürlich dann auch abfärbt auf unsere Coins. Also so sicher, dass der Oktober ein Abtober wird, wie es ja so schön heißt, bin ich mir da nicht. Würde mich natürlich freuen, wenn es so wäre. Aber ich hoffe natürlich auf die Jahresendrallye und den Anstieg auf die 100.000. Und man sieht das hier auch sehr schön im MACD, das wir immer wieder besprechen. Das MACD-Top im Oktober 2021, das ist das Ding hier. Ja, das zeigt ganz starke Analogien zu dem, was sich hier gerade entwickelt in Q4. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich eine derartige Bewegung wie die hier oben anschließt und ja, dann wären wir in dem Bereich der 100.000 und dann hätten wir quasi das Ziel, was wir seit Monaten ausgeben, erreicht und dann käme quasi der Abstieg. Wir hatten uns jetzt sehr viele Charts und sehr viele Chartanalysen angeschaut, wollen das Ganze aber auch mal von der fundamentalen Seite anschauen. Es gibt ja nicht nur Möglichkeit A, ich kaufe einen Bitcoin für sehr viel Geld. Es gibt eine Verbreiterung des Marktes. Das heißt, es gibt viel mehr Angebote in Bezug auf Kryptowährungen und auf Bitcoin. Und das ist ja auch so, dass das Ganze die Krypto-Szene fundamental untermauert. Was gibt es mittlerweile? Was hat sich getan? Ja, Johanna, genau so ist es. Also wir kommen ja von der Kapitalmarktseite und freuen uns über diese ganze Szenerie mit der Kapitalmarktbrille auf der Nase. Und was wir eigentlich immer beobachten ist, letzte Woche hat der Michael Saylor nochmal nachgekauft über die 18.300 von der Woche vorher. Wir hatten eine ganz tolle Spot-ETF-Woche mit sehr hohem Inflow. Das sind im Prinzip Kapitaleinflüsse. Und was man allerdings feststellt mit dem, was gerade passiert ist, dass der klassische Kapitalmarkt, von dem wir ja kommen, der vereinnahmt
das, was sich da als Bitcoin-Pflänzchen über die letzten Jahre entwickelt hat, mehr und mehr mit all seinen Vorteilen. Also wenn Kapital einfließt, dann steigt der Preis des Bitcoins, worüber wir uns da alle freuen. Aber natürlich auch in Verbindung mit den Nachteilen, wenn das Kapital abgezogen wird, wenn aus den Spot-Bitcoin-ETFs heraus verkauft wird, dann fällt es natürlich. Das heißt, wir haben direkte Anbindung an die positiven und negativen Liquiditätsflüsse. Und zu dem, was wir schon kennen, um das zu unterstützen und zu unterstreichen, was ich eben gesagt habe, sind jetzt zwei neue, ich sag mal, Produkte in den USA dazugekommen. Und zwar ist es bald möglich, einen Optionshandel auf den BlackRock-ETFs durchzuführen. Also ein weiteres Kapitalmarkt, klassisches Kapitalmarktprodukt, Optionshandel auf einem Produkt. Hier in dem speziellen Fall der BlackRock ETF ist von der SEC genehmigt worden, aber der Kicker bei der ganzen Geschichte ist das hier. Mhm. Also das ist eine wirklich große Geschichte. Wir erinnern uns ja alle an SAP 121, gibt es einen Knowledge Block, was das bedeutet. Ich erkläre es kurz. Die SEC hatte gesagt, dass klassische Banken in den USA, wenn sie für ihre Kunden Krypto-Custody machen, das unterlegen müssen mit harten US-Dollar. Sprich, wenn also eine Bank hergeht und für einen Kunden für 1 Million US-Dollar Bitcoins kauft, dann muss sie aus dem eigenen Cash 1 Million US-Dollar in ihr Balance Sheet aufnehmen. Und das sagt natürlich jede Bank, also das machen wir auf gar keinen Fall. Das ist SAP 121, das war eine Gesetzesvorlage, die ist von der SEC eingebracht worden und ist sowohl vom Senat als auch vom Kongress, Repräsentantenhaus abgelehnt wurden. Biden hat ein Veto eingelegt, aber die SEC hat jetzt BNY Mellon eine Sondergenehmigung erteilt. BNY Mellon ist eine der großen Banken in den USA und in den USA auch der größte Custodian. Ich meine auch weltweit der größte. Mhm. Das heißt, es ist quasi jetzt die Bresche geschlagen worden dafür, dass klassische Banken in den USA ihren Kunden, beginnend jetzt mit BNY Mellon, und da werden sicherlich weitere folgen, ihren Kunden Bitcoin und andere Coins anbieten können, im Sinne von, kannst du kaufen und ich verwahre das für dich. Also das ist ein echter Durchbruch, ein echter Schlager, und damit ist der Biden an dieser Stelle mal etwas ausgehebelt worden. Und da sieht man, hier sind zwei weitere Produkte hinzugekommen zu dem, was wir sowieso schon kennen. Klassisch Bitcoin kaufen auf einer Plattform wie Coinbase, wir haben den ETF, wir haben auf Spot und auf Futures und jetzt kommen weitere Produkte dazu. Also das wird mehr und mehr vereinnahmt von der klassischen Kapitalmarktszene. Es tut sich aber nicht nur in den USA einiges, sondern mittlerweile, ein bisschen spät, aber immerhin mittlerweile auch bei uns. Es gibt von der DZ Bank eine Kooperation mit der Börse Stuttgart. Was hat es damit auf sich? Wir sind da voll. Ja? Ja. Wir hatten ja schon berichtet darüber, dass die Commerzbank zusammen mit Crypto Finance, also der Tochter der deutschen Börse, ein entsprechendes Angebot speziell für institutionelle Kunden macht, Kryptos zu kaufen und zu verwahren. Wir haben auch darüber berichtet, dass die Landesbank Baden-Württemberg in Verbindung mit der österreichischen Bitpanda als Kooperationspartner noch im Laufe dieses Jahres ein ähnliches Angebot machen will. Und dieser Tage die DZ Bank und die Börse Stuttgart Digital bieten es jetzt indikativ, weil wir bleiben beim Futur, werden anbieten. Das heißt, die DZ-Bank mit 700 Genossenschaftsbanken hintendran planen bis Jahresende eine Lösung, die zunächst mal von einigen wenigen Privatpersonen genutzt wird, aber das soll dann weitergehen. Also wenn ich das jetzt hier mal vergleiche mit BNY Mellon, da haben wir hier mit DZ-Bank, Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg auf der gleich drei stehen, die schon in den Startlöchern stehen und die auch mit Genehmigung der diversen Stellen das machen dürfen. Also von daher, wir sind vielleicht sogar deutlich weiter als die Amis, nur wie wir es ja auch am Samstag in Kulmbach gesagt haben, das, was hier in Deutschland oder in Europa, also wenn hier die Gießkanne rappelt, es hört kein Mensch, aber wenn hier etwas passiert, das ist eine echte News und das bewegt am Ende des Tages die Märkte, das, was in den USA passiert und nicht, was hier bei uns in Deutschland, Europa oder Asien passiert. Lass uns nochmal zurückkommen auf die fundamentalen Faktoren, die Kryptoszene und natürlich auch den Bitcoin befeuern. Ich habe es eben schon mal gesagt und es gibt auch Zuschauer, die sagen, naja, das ist relativ viel Chartanalyse, was wir hier immer machen. Das mag für den einen trockene Kost sein. Es gibt aber kein Entweder-Oder. Es gibt für beide Seiten natürlich Faktoren, die dafür sprechen. Wie sieht es denn fundamental aus beim Bitcoin?
Natürlich gehen wir auf die Charts ein, weil uns interessiert die Preisentwicklung. Mhm. Aber die Tatsache, dass es so etwas wie ein Bitcoin gibt und die darunterliegende Struktur des Coin- oder Token-Denkens in Verbindung mit der Blockchain-Technologie, haben wir ja, als wir den Crypto-Talk gestartet haben, ausführlich besprochen. Da haben wir ja auch nicht nur eine charttechnische Grundlage gelegt, sondern wirklich auch eine thematische Grundlage. Und da möchte ich jeden auf diesen Knowledge-Block verweisen, den Knowledge-Block Nummer 3. Also man sieht anhand der Nummer schon, das war ganz am Anfang. Da haben wir darüber gesprochen, was die Basis dieses ganzen Denkens ist und wie sich das entwickelt vom Web 1 des reinen Lesens zum Web 2, des Lesen und Schreibens hin zum Web 3, des Besitzens, des Own, Read, Write, Own. Das sind ja die drei Schritte des Webs und wie die drei Schritte unterlegt werden durch die Blockchain-Technologie und wie die Blockchain-Technologie interagiert mit den Token und Coins. Also wer diese Frage gestellt hat im Kommentar, den würde ich bitten, natürlich haben wir die fundamentalen Gründe erarbeitet, können wir nicht ständig auffrischen, aber dafür gibt es die Knowledge-Blocks auf dem YouTube-Kanal der Tokentos 03. Und wir sind sogar so weit gegangen, dass wir im Knowledge-Block 011 gesagt haben, warum sollte der Bitcoin nicht die Perspektive einer Weltleitwährung haben? Also wir haben das nicht nur fundamental betrachtet, sondern auch sehr futuristisch. Eine Frage war auch, ob wir eine Krypto-Trading-Plattform empfehlen können. Es gibt eine ganze Bandbreite, das stimmt natürlich. Man muss aber prinzipiell für sich selbst entscheiden, womit man gut arbeiten kann, was einem zusagt. Und wir persönlich geben natürlich keine Empfehlungen, was für den jeweils einzelnen Anleger geeignet ist. Das muss man selber rausfinden, denn diese Werbung werden wir nicht starten hier. Nein. So viel dazu, aber jetzt kommen wir zu den Altcoins. Du hast alle zusammengefasst auf einem Blatt, auf einer Folie sozusagen, Ethereum, Solana und XRP. Lass uns erstmal bei den ersten beiden einen Blick darauf werfen und natürlich auch die Verbindung dieser beiden besprechen. Ethereum und Solana, XRP schauen wir dann im Nachgang an. Grundsätzlich, werden wir gleich sehen, hat sich hier noch nicht so viel getan. Deswegen werde ich hier noch mal einen weiteren Aspekt einbringen, damit es ein bisschen spannender wird. Hier auf der linken Seite haben wir Ethereum in der Wochendarstellung anhand des Fibonacci-Fächers haben wir ja hier unsere 1, das war das All-Time-High, und dann hat er das Retracement gemacht bis hier runter auf die 0. Und ab jetzt ist er auf dem Weg nach oben, hier in den Bereich der Retracements. Und das haben wir gesehen am 7-8-6er. Dem maßgeblichen Retracement, dem letzten Retracement vor einem neuen All-Time-High, ist er zweimal gescheitert und ist runtergefallen. Deutlich runtergefallen. Ich hatte ja gesagt, der Spot-ETF greift nicht. Mhm. Absolut kein Erfolg. Butarim und die Ethereum Foundation verkaufen. Letzte Woche hat ein weiterer Wal verkauft. Also die Bewegung ist deutlich nach unten, aber man sieht hier, die letzten zwei, drei Wochen, Wochendarstellung, hatte sich eigentlich ganz gut gefangen. Jetzt muss man abwarten, wie der Ethereum, der ETH-Coin sich entwickelt, wenn die ganzen Coins mal anspringen. Mhm. Hier haben wir Solana auch in der Wochendarstellung und hier haben wir das gleiche Bild. Hier ist die 1, das war das letzte All-Time-High. Hier ist die 0, das war quasi der Weg vom All-Time-High runter und dann hoch. Also runter heißt, das war der FTX-Crash, das war hier der Punkt. Und dann ging es hoch, rein in die Retracements. Und da sieht man schon, dass er in seinen Retracements nicht so weit auffächert wie er, vom 7-8-6er bis runter. Während er hier dann doch ein bisschen vom 7-8-6er bis zum 0-5er geht. Also er ist da schon ein bisschen gefestigter und konstanter. Meine Kollegen waren ja unten in Singapur auf der Token 2024 und haben berichtet, dass der Solcoin schon in vieler Munde war. Ich will es ja in aller Munde, aber der hat schon eine ganz gute Welle gemacht. Und ich sag mal, auch viele Influencer pushen den Solcoin, das hatte ich ja auch mehrfach gesagt, und reden davon, dass der eine brutale Performance hingelegt hat. Und das würde ich gerne für die später hinzugekommenen noch mal ganz kurz relativieren. Und zwar dahingehend, der ETHCoin hat von seiner Spitze bis zu dem Tief, also von 1 auf 0, ein Minus gemacht von 82%.
82%. Der zweitgrößte Coin hat in dieser Korrektur 82% gemacht. Um dann von hier unten zum aktuellen Punkt um knapp 200% wieder gut zu machen. Und da steht er jetzt hier bei den 200%. Der Sol hat von seinem All-Time-High, der 1, bis zum FTX-Crash 97% Minus gemacht. Mhm. 97%. Um von dort zum aktuellen Punkt um 1738% zu steigen. Ja, na klar, wer hier unten eingestiegen ist, der hat eine tolle Performance. Mhm. Ich würde jetzt gerne die beiden mal ins Verhältnis setzen, damit man Ethereum und Solana von der Bewegung mal vergleichbar bekommt. In dem Moment, in dem ich hergehe und diese 82% hier abtrage, das heißt, unter der Voraussetzung, Sol hätte nur um 82% korrigiert, dann wäre man hier rausgekommen. Also nicht wie hier mit den 97, sondern nur 82 und hätte dann ein Plus gemacht von 200%, also 200% nach oben, dann wäre er jetzt hier. Und siehe da, wo steht er? Hier. Das bedeutet, wenn man die beiden als Hodler miteinander vergleicht und sagt, ein schlechtes Gefühl hat, ich habe bei Solana, hätte ich doch mehr Solana gehabt, dann würde ich jetzt besser dastehen. Das ist nicht so, weil wenn Solana sich genauso bewegt hätte von den Performance-Daten wie ein Ethereum, dann würde er genau da stehen, wo er jetzt auch steht. Und das sieht man, wie brutal Prozentrechnung in diesem Bereich ist. Ja, ein Coin, der 90% verloren hat, kann immer noch 90% verlieren. Mhm. Und das ist halt eine Grundregel. Und da sieht man das Delta zwischen den 82 und den 97. Das ist massiv. Und das sollte man nie vergessen, wenn man Coins miteinander vergleicht und sagt, ja, aber der hat eine super Performance gemacht. Atmen. Wir reden über, muss man jetzt nicht schön reden. Wir reden über dein Favorite Baby, über den XRP-Coin und es sind noch knappe 2 Wochen, in der die SEC noch die Berufung einlegen könnte. Ja. Wie ruhig bist du in den 2 Wochen? Gestern in 2 Wochen ist die Deadline, 7. Oktober. Ich habe es hier eingetragen, das ist die graue Linie, 7. Oktober. Das ist dieses 6 Jahre lange Wedge. Im Gegensatz zu den beiden in der Wochendarstellung ist das in der Tagesdarstellung. Und hier sieht man die Bewegung seitlich. Also da gibt sich keiner eine Blöße. Man hat sich entschieden, auf welcher Seite man steht und jetzt wartet man geduldig ab, was passieren wird. Und ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, wenn es kein Appeal gibt und das kombiniert wird mit einer Altcoin-Rallye, dann entsteht hier genau wie bei den beiden ein entsprechendes Potenzial nach oben und möglicherweise relativ zu den beiden ein größeres. Aber hier sieht man super gut das Geduldsspiel. Es geht ein bisschen hoch, es geht ein bisschen runter. Und man muss an dieser Stelle jetzt diese 2 Wochen einfach noch abwarten. Mehr kann ich den Ripplern jetzt nicht mit auf den Weg geben. Geduld, Geduld, Geduld. Und vielleicht ab und zu ein Stoßgebet. Musst du dir vielleicht auch selber sagen. Wir wollen noch mal die Relation vom Bitcoin zu den Altcoins uns anschauen. Denn natürlich hängt das eine vom anderen ab. Und du sagst ja immer, du gehst davon aus, dass der Bitcoin vorneweg sprintet und die Altcoins dann in einer Altcoin-Rallye folgen könnten. Wenn man die beiden jetzt in Relation setzen würde, würde man was erkennen? Das ist genau das, was wir immer sagen. Wenn wir jetzt mal uns vielleicht ein halbes Jahr weiter in die Zukunft versetzen und zurückschauen und mal einen Performance-Vergleich machen, ähnlich wie wir es eben gemacht haben, einen Performance-Vergleich machen, dann werden wir sehen, dass ein Ethereum, ein Solana oder ein XRP deutlich mehr Performance ab jetzt bis zu diesem halben Jahr gemacht hat als der Bitcoin. Der Bitcoin macht 60% bis auf die 100.000 und dann sagen wir, das ist schon echter Erfolg. Wenn ein ETH, ein SOL oder ein XRP ab jetzt nur 60% machen, dann würde ich einfach mal behaupten, haben sie total versagt, sofern es natürlich eine entsprechende Rallye gab. Und das möchte ich mal ganz kurz hier an dieser Gegenüberstellung klar machen, wie groß das Aufholbedarf der Altcoins aktuell noch ist. Wir haben hier die Gegenüberstellung der Crypto Market Cap. Also wer TradingView benutzt, weiß, die Crypto Total ist der Begriff. Das ist im Prinzip Bitcoin, Ethereum, das sind die ganzen Stablecoins, das alles drin. Und da sieht man, im Hoch hatten wir hier eine Market Cap von 3 Billionen.
Also die Amis schreiben immer T für Trillion, ja, und wir halt 3 Billionen. Und wir haben die Bewegung nach unten gemacht. Das war die große Korrektur. Und dann die Bewegung nach oben. Und dann sieht man, wie die komplette Market Cap aktuell im Bereich zwischen dem 618er und dem 702er ist. Also war schon mal kurz drüber und ist dann mit, ähnlich wie beim Bitcoin, mit den Lower Highs und den Lower Lows runtergefallen. Dann sieht man, wir sind im Moment bei einer Market Cap von 2 Billionen. Das heißt also bei 2/3 des Weges. Mhm. So weit, so gut. Wenn man das jetzt mal gegenüberstellt mit dieser Grafik, für die TradingView benutzen, Total 3 ist der komplette Altcoin-Markt minus Bitcoin, minus Ethereum, und ich habe davon noch USDC und USDT abgezogen. Also Crypto Market Cap minus Bitcoin, Ethereum, mhm, und den Stablecoins, weil die Stablecoins sind hoffentlich stable und können deshalb rausgenommen werden. Und dann sieht man natürlich auch hier wieder das Hoch, auch hier wieder die Korrekturbewegung hier runter und die Aufwärtsbewegung. Und da sieht man, das ist lange nicht am 618er wie hier, sondern wir sind hier noch zwischen dem 236er und dem 382er. Das bedeutet, wenn man mal Bitcoin und Ethereum rausnimmt, dann haben wir hier ein riesengroßes Delta, das zum einen aufgeholt werden kann von Performance her und das natürlich dann nach oben hin weiter ausbrechen kann, um eben die deutlich bessere Performance zu machen. Aber das ist etwas, worauf man dieser Tage halt gucken sollte. Wer TradingView hat, kann sich das entsprechend zusammenbauen, und wichtig ist, dass wir jetzt hier mit Total 3 minus den Stablecoins in Richtung 702er kommen, in Richtung 786er kommen, um dann durchzubrechen. Und wenn wir das beobachten können, dann können wir mit Fug und Recht behaupten, wir haben eine Altcoin-Rallye. Dann kannst du mich auch mal danach fragen. Ich frage dich da trotzdem jede Woche nach, ob du das möchtest oder nicht. Aber das sieht natürlich ziemlich vielversprechend aus. Was ist denn, wenn alles anders kommt? Dann, wenn alles anders kommt. Weil so ein bisschen den erhobenen Finger muss man ja haben. Wenn alles anders kommt, Johanna, dann ist dieses Jahr einfach eine Rallye ausgefallen. Dann sieht man, die Altcoins, und da zähle ich jetzt mal den Bitcoin mit dazu, hier im Sinne der Crypto Market Cap, hatte hier ein All-Time-High bei 3 Billionen, ist runtergefallen und hat es nur hier hoch geschafft. Und wenn jetzt keine Rallye kommt, dann fallen wir hier runter. Und das Gleiche gilt auch hier, dann fallen wir hier runter und dann fällt die Rallye aus. Dann fällt das Performance-Machen in diesem Jahr aus. Und wenn man dann Glück hat, kommt man plus minus null raus aus der ganzen Geschichte. Oder man hoddelt durch und wartet die Abwärtsbewegung ab, um dann die nächste Bewegung nach oben mitzunehmen. Ist leider so. Das wollen wir doch aber eigentlich so nicht. Das heißt aber, auf jeden Fall ist die Strategie und die Aufmerksamkeit in diesen Zeiten des, wie du es immer beschreibst, knirschenden Eises umso mehr gefordert. Man kann natürlich schnell leichtsinnig werden. Ja, das ist ja die Unterschrift unter unserem heutigen Video, Aufmerksamkeit und Vorsicht, jetzt erst recht. Im Knowledge Block 130 haben wir beschrieben, dass vor jeder größeren Korrektur immer noch mal so ein finales Aufbäumen kommt. Also wenn das Adrenalin durch die Kryptos schießt und die sich noch mal richtig aufbäumen und eine Euphorie entsteht. Also das ist ja das, was wir hier beschreiben, der Weg auf die 100.000, die Altcoins, die in eine Rallye reingehen und ordentlich Performance machen. Und jeder guckt auf sein Depot und sagt, super, wird euphorisch. Euphorie macht leichtsinnig und das kann am Ende des Tages teuer werden. Und deswegen haben wir nochmal, so banal die Thematik ist, aber so wichtig ist sie, wenn es darum geht, am Ende des Tages Geld zu verdienen, zusammengefasst. Aufmerksamkeit und Vorsicht jetzt erhöhen. Und ich habe sie eben schon mal angerissen. Man hat eine gute Performance im Depot. Also wer unser Musterdepot nachgebaut hat, 50% Bitcoin, 25 ETH und 25 XRP, der ist im Plus und im steuerfreien Bereich. Der fühlt sich gut. Der finale und exzessive Bullrun setzt ein, von dem wir ja gesagt haben, der kommt als letztes Aufbäumen, das fünfte Leck, der Weg auf die 100.000. Die US-Indizes schreiben neue All-Time-Highs bei 43, bei 22, wo auch immer. Und dann wird man hoffentlich nicht leichtsinnig. Ja, das ist im Prinzip die Ausgangssituation, in der wir uns befinden.
Es wird uns suggeriert, dass wir eine stabile US-Wirtschaft haben. Das heißt, die ganzen Szenarien bei Kryptos und bei Bitcoin kann man wahrscheinlich nicht zurückblicken und sagen, ha, da war es schon mal so, aber die Rahmenbedingungen waren schon mal, wie sie jetzt waren, was eine Zinssenkung angeht, was die Wirtschaft angeht. Worauf muss ich achten? Ja, wir haben ja die Verankerung, ist klar, gute Performance, es geht nach oben, die Performance wird noch besser, es wird immer besser, immer besser, immer besser. Und dann wird man plötzlich, wie ich schon gesagt habe, leichtsinnig, übersieht gewisse Dinge, guckt mal ein, zwei Wochen nicht drauf, weil es läuft ja super. Aber was, wenn all das eintrifft, was wir uns über Monate erarbeitet haben? Was, wenn der Schein einer stabilen US-Wirtschaft trügt? Warum hat er 50 Basispunkte genommen und nicht nur 25? Wir haben über den Arbeitsmarkt gesprochen, wo Zahlen geschönt werden. Was, wenn sich die Geschichte nach Zinssenkungen wiederholt? Wir haben einleitend den Knowledge-Block angesprochen, der beschreibt, dass sie immer fallen, bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir nur noch wenige Wochen bis zum Peak haben, so wie beschrieben, November, Dezember oder bis maximal Februar, März, maximal April? Und was, wenn die Krypto-Bubble, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die brutal hohen Bewertungen der entsprechenden Projekte in naher Zukunft laut platzt? Wenn das alles passiert, eintritt, was wir antizipiert haben, was wir vorausgedacht haben, und man dann Aufmerksamkeit und Vorsicht verliert, dann hat man einen Bullrun mitgemacht, hatte man einen super Stand in seinem Depot und das war's dann. Man kann sich freuen und kann von früher erzählen. Erzähl du mal von früher. Veteranen erzählen vom Krieg. Ich bin deshalb vorsichtig, weil das, was hier passiert ist, ist mir passiert. Mhm. Allerdings jetzt nicht mit Kryptos, sondern im Jahr 2000 in der Dotcom-Bubble. Ich war mit meiner Firma in dieser Szene drin, Telekommunikation und Internet, habe alles gehabt, Cisco, Microsoft, also was man so brauchte und was später ziemlich viel wert war. Und habe dann auch im Peak Anfang 2000 verkauft, hatte ordentlichen Batzen Geld auf dem Konto. Also es ging hoch. Ich habe fast in der Spitze verkaufen können. Es ging runter. Ich war im Cash. Es hielt an. Es ging wieder hoch. Und ich bin mit dem Cash wieder rein in den Markt. Und es ging weiter hoch. Und ich dachte, ich bin der Allergrößte. Und dann kam im zweiten Halbjahr 2001 die eigentliche Abwärtsbewegung. Und in dieser Phase, in diesem zweiten Halbjahr, habe ich mich um das Gründen meiner zweiten Firma, also meiner nächsten Firma, gekündigt. Habe mich eigentlich gar nicht um meine Aktien gekümmert, habe wochenweise auch gar nicht drauf geguckt. Ich habe gedacht, das ist so viel, das kann nicht verschwinden. War es aber? Ist aber dann weg. Und das ist ja das, wovon ich spreche. Wir werden nicht den Crash haben im Sinne einer V-Korrektur, sondern es wird eine Korrektur über einen längeren Zeitraum geben. Und Wer hergeht und hier den Ausstieg verpasst, sagt, okay, dann steige ich hier aus, dann steige ich hier aus, dann steige ich hier aus. Und irgendwann ist das Ding so weit gefallen, dass es sich nicht mehr lohnt auszusteigen, dass man dann nur noch sagen kann, Augen zu und durch. Also ich habe das alles mitgemacht. Ich habe im Jahr 2018 das sehr gut hinbekommen mit den Kryptos. Bin also 2017, Anfang 2018 raus. Habe das ganze Jahr 2018 nichts gemacht, also wirklich plus minus null im Depot. Und das war ja ein absolutes Bärenjahr. Mhm. Also mir ist das einmal gelungen, nicht ganz so gut im Jahr 2022. Aber das ist, wenn man wirklich versucht, eine ganz wesentliche Erfahrung weiterzugeben, dann die, dass wenn wir uns in diesen Bereich, in diese Euphorie hineinbewegen, in die Spitze, und man den Plan hat, ich möchte nicht durchhoddeln, sondern mit Cash an der Seite stehen und mit dem Cash hier unten wieder einzusteigen, dann muss man jetzt verdammt nochmal aufmerksam und vorsichtig sein in den nächsten Wochen und Monaten und wochenweise draufschauen und nicht sagen, das läuft so gut, das funktioniert schon, das lasse ich mal weiterlaufen. Das ist mein Credo, das ist meine Warnung an alle, die uns zuschauen. Die Warnung, die du schmerzlich am eigenen Leib erfahren musstest. Gut, aber du bist aufgestanden, hast dir das Krönchen gerichtet und trittst wieder an. Ich,
Ich war damals erst 40, ich konnte also noch relativ viel wieder gerade rücken. Das ist ein gutes Alter. Aber das aber die Erfahrung war teuer und die bekommen unsere Zuschauer, wer sie nicht sowieso selber schon gemacht hat, für umsonst. Dein Leiden für die Zuschauer, Oliver. Lass uns noch mal schnell, weil wir schon wieder sehr weit vorangeschritten sind, schnell ein bisschen Gossip mitnehmen. Es geht um zweimal Recht und es geht um zweimal Politik. Wir starten mit der Rechtsgrundlage sozusagen. Konsensus hat ja den Vorgang umgedreht und hat die SEC verklagt auf eine Feststellung, auf eine ETH-Feststellung. Hat es hier irgendwelche Neuigkeiten gegeben? Ja, wie du schon gesagt hast, die SEC hat eine Wälznotiz an Consensus wegen Metamask geschickt und Consensus hat gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen, wir verklagen die SEC. Mhm. Auf Feststellung ist ETH jetzt ein Commodity und Security. Alles ausführlich im Knowledge Block 105 beschrieben. Wie ging es hier eigentlich weiter? Die Antwort, das Gericht in Texas hat dieser Klage von Consensus gegenüber der SEC nicht stattgegeben. Also es muss jetzt abwarten, ob auf die Wälznotiz eine Klage kommt und wie es da weitergeht. Der zweite rechtliche Punkt, wir hatten letzte Woche über die Caroline Ellison gesprochen, also die Alameda-Chefin, und hatten gesagt, die versucht auf 3 Jahre mit Bewährung. Die haben ja alle ein gutes Netzwerk, wenn man sich das mal anschaut. Der Vater von der Ellison und die Elizabeth Warren und wie die hängen alle zusammen in einem, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, Sumpf. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt ein Schreiben an das Gericht geschickt und hat sie gelobt für ihre außerordentliche Kooperation, weil sie hat sich ja bereit erklärt, gegen den Sandman Freak ausführlich auszusagen. Mhm. Das heißt also, Nachtigall, ich höre dir trapsen, also da wird wahrscheinlich kein allzu langes Urteil zu erwarten sein. Gute Beziehungen hat. Ja, die sollte man pflegen. Mittlerweile ist die Krypto-Szenerie auch im Wahlkampf angekommen. In den USA spielt nun mal die Krypto-Musik und da ist ganz klar, Trump ist pro Kryptos. Harris war jetzt anfangs dagegen, mittlerweile etwas seichter, aber auch hier wendet sich das Blatt ein bisschen, wenn man sich den Wahlkampf und die jüngsten Reden anschaut. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich versuche, neutral zu bleiben. Weil du noch in die USA reisen möchtest. Ich versuche, neutral zu bleiben. Es deutet sich ein sehr knapper Wahlkampf an. Und es kann durchaus sein, dass die Kryptoianer das Zünglein an dieser Waage sind. Weil wir haben sehr viele US-Amerikaner, die Kryptos besitzen. Und die sagen sich natürlich, wir wollen den wählen, der dafür sorgt, dass dieses Geld erhalten bleibt, weil alles sind knapp bei Kasse. Und wenn die Kryptos steigen, dann hat man eine ziemlich gute Substanz, eine gute Einnahmequelle. Und ich glaube, da ist das Hemd einfach näher, wie man so schön sagt. Unser Trump ist ja schon relativ früh auf diesen Kryptozug aufgesprungen. Wie ernst er das meint, wie genau er das kennt, das sei mal dahingestellt. Aber er ist ziemlich laut und ziemlich konkret und er hat auf einer Wahlkampfveranstaltung am letzten Wochenende gesagt, vielleicht auch ein bisschen spaßig, ich denke, Krypto hat eine riesengroße Zukunft und möglicherweise, wenn wir genug Bitcoins ansparen und die entsprechenden Wert steigen, dann werden wir unsere 35 Billionen US-Dollar Schulden vielleicht sogar in Krypto bezahlen. Er ist ja auch mit seinen Jungs unterwegs und baut eine Firma auf, gibt dort Coins aus, also der ist richtig am Machen, also nicht nur auf der Tonspur, sondern auch verbal. Mhm. Natürlich politisch kann er noch nichts machen, weil er nicht im Amt ist, aber er hat schon gesagt, wenn er ins Amt kommt, dann wird er aktiv, wird den Gary Gensler an seinem ersten Tag feuern. Vielleicht dazu als Anmerkung, am heutigen Dienstag ist eine Anhörung der 5 SEC-Commissioner, also es gibt 5 Köpfe an der Spitze der SEC und es gibt von den 5 den Chairman und das ist der Gary Gensler. Und was der Trump kann, er kann keinen dieser 5 feuern, aber er kann den Chairman bestimmen. Das heißt also, wenn er am ersten Arbeitstag, kann er den Gensler degradieren auf ein reines Commissioner-Level und einen der 4 anderen hochsetzen. Zum Chair machen. Also das ist das, was er machen kann. Und ansonsten muss er halt warten. Entweder nimmt der Gensler seinen Hut selber oder wartet, bis der Vertrag ausgelaufen ist. Ich glaube, Mitte 26. Das ist das, was der Trump sagt und tut. Und ich meine, die Harris hat natürlich auch gehört, was sich im Markt so tut. Und sie hatte jetzt eine Wahlkampfveranstaltung, Spendensammlung an der Wall Street. Und
Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass der Bitcoin und die ganzen Coins echte Wall Street Produkte werden mit Optionen, mit ETF, mit Custody-Lösung. Und klar, wenn sie dahin marschiert, dann muss sie natürlich auch eine Aussage zu Digital Assets treffen, und das hat sie gemacht. Hat sie gesagt, will encourage innovative technologies wie KI und Digital Assets. Also sie hat eine Aussage dazu gemacht. Was daraus wird, sei dahingestellt. Man darf nicht vergessen, sie ist Vizepräsidentin der Demokraten. Und was die Demokraten zugelassen haben, in Form von Elizabeth Warren und Gary Gensler, wissen wir, und das haben wir hier ausführlich immer wieder besprochen, die SEC hat alles verklagt, was nicht schnell genug auf den Bäumen war. Und da trägt sie mit Verantwortung als Vizepräsidentin. Das darf man einfach bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Wenn sie dann Chef wird, Präsident wird, ob sich die Sache dann ändert, sei dahingestellt. Die Kryptoszene, um das abschließend zu sagen, wartet über Lippenbekenntnisse hinaus auf konkrete Aktionen. Also einfach mal einen Gary Gensler zurückpfeifen, wenn es darum geht, einen Appeal gegen Ripple zu machen. Das wäre doch schon mal ein Ansatzpunkt. Das würde dir auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen ein bisschen Ruhe bringen. Wir sind am Ende für heute, nicht für die nächsten 2 Wochen. Und ich sage dir herzlichen Dank für die Ausführung und für die Blicke in die Tiefe, Oliver. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen ebenfalls gefallen. Wir sind am nächsten Dienstag wieder für Sie da, und ich hoffe, Sie sind bei uns. Danke für heute.